Der Ford Tourneo Custom. Ja, diesmal in einer Version voll. Für gerade mal knapp über 37.000 Euro mit der Mehrwertsteuer, mit zwei Türen, die dabei sind. Hier ist Christian Hissler. Grüß dich, Christian. Hallo, Sven. Ja, das ist bestimmt ein Reimport aus Spanien. Nein, ist es nicht. Es ist ein deutscher Ford Custom Tourneo. Custom, genau, in der Ausstattungsvariante Titanium X. Das heißt, wir haben hier die höchste Ausstattungsvariante. Wir verkaufen die ausschließlich so, weil es ist das beste Preis-Leistungs-Verhältnis bei diesem Modell. Da muss man sagen, knapp über 37 brutto. Nicht als Reimport, als echter, ich sag mal, Ford, geliefert von Ford Deutschland, ist das schon eine Kampfansage. Und dann noch voll. Das heißt also, so die Wettbewerber, Multivan und Co., die tun sich da schon ein bisschen schwer. Zumal, sage ich jetzt mal, so innen, außen, das Platzangebot ist schon gigantisch bei dem. Genau, also das ist eigentlich die Lösung für alle Familien, die Platzprobleme bei ihren aktuellen Fahrzeugen haben. Ja, Thema Zuverlässigkeit. Leute schwören auf Bulli. Also ich selber muss auch fairerweise sagen, ich zeige es mal gerade. Wir fahren selber einen T6, der ist da vorne. Ich habe ihn eben gesehen, das ist schon so von der Technik. Ist es eigentlich ein T5 mit einem Facelift? Sagt zwar Volkswagen, alle Teile werden neu. Aber ich habe einen T5 gefahren, einen T6 gefahren. Er ist schon ein bisschen laut. Wir mussten einiges dämmen. Ich habe den dann auch selber gedämmt, damit er ein bisschen leiser wird. Ist jetzt leise. Also ich liebe meinen T6, aber ich habe gerade eben mal so einen Kopf reingesteckt, der hat Lederausstattung, der hatte ein neues Navigationssystem mit drin. Also all das, was die jetzt im T6.2 jetzt gemacht haben, das ist hier schon alles drin gewesen, ne? Genau, richtig. Also wir sind hier von der Ausstattungsvariante eigentlich am oberen Limit. Da ist nichts drin, was es bei keinem anderen oder bei anderen Herstellern auch nicht gäbe. Schiebetüren elektrisch, frage ich mal. Schiebetüren sind tatsächlich nicht elektrisch, ah, mechanisch, ja. Wobei, das finde ich Geschmackssache. Also da habe ich lieber eine mechanische Tür als eine elektrische. Ja, also muss ich ja jetzt sagen. Sie funktionieren mittlerweile bei Volkswagen. Ich habe nur gehört, es gab wohl Probleme mit Leuten, die aufgerissen haben, obwohl sie elektrisch waren. Und dann hat sich irgendwas verstellt und da gab es irgendwelche Kratzerspuren. Ganz genau. Aber ich sag mal, ich selber habe keine elektrische Tür. Das war mir zu viel Gedöns, muss ich ehrlich sagen. Leute stehen total drauf, lieben das. Aber das ist Geschmackssache, die Tür zu öffnen. Vielleicht nochmal ein ganz wichtiger Hinweis, Türen auf beiden Seiten, genau. Das ist schon sehr praktisch, oder? Genau, Einstieg auf beiden Seiten. Wir können gleich mal reingucken, eine 8-Sitzer-Variante. Das heißt, logischerweise am praktischsten, wenn ich von beiden Seiten reinkomme. Genau, wenn du mal so lieb bist, den mal aufmachst, ja. Dass wir mal hinten reingucken. Das Coole an dem System ist eine unglaubliche Variabilität. Das bedeutet, ich habe 6 Sitze. Die vollkommen praktisch gleichberechtigt sind, richtig? Genau, vollkommen gleichberechtigt. Einziger Unterschied ist, dass die jeweiligen äußeren Sitze sind die mit Isofix. Das heißt, ich habe hier tatsächlich 4 Isofix-Sitzmöglichkeiten. 4? 4 Stück, ganz genau. Kann jeden Sitz individuell ändern. Das heißt, ich kann auch aus dieser, du siehst aktuell diese erste Dreier-Rücksitzbank, die ist aktuell entgegen der Fahrtrichtung, die kann ich auch genauso gut drehen. Ich kann jeden Sitz einzeln umbauen, wie ich möchte. Ich kann die beiden mittleren Sitze rausnehmen, ich kann die ganze hintere Sitzreihe rausnehmen, wenn ich jetzt sage, ich will irgendwie was Sperriges laden. Ganz oft gibt es die Variante, dass jemand die beiden äußeren Sitze, also den in der zweiten Sitzreihe, in der dritten Sitzreihe jeweils an einer Seite rausnehmen, für irgendwie ein Fahrrad, ein Kanu oder irgendwas reinzuladen, wenn es in Urlaub geht. Ich kann die beiden mittleren Sitze rausnehmen, wenn die Kinder außen sitzen, damit irgendwie ein bisschen mehr Platz ist, ein bisschen mehr Komfort. Also sehr, sehr variabel. So ist es. Ja, ist auch schick gemacht hier mit den kleinen Applikationen. Da ist so eine matte Schicht, ist nochmal drauf foliert, sieht sehr sportlich aus. Genau, richtig. Wir haben getönte Scheiben auch außen. Wir haben innen drin noch zusätzliche Rollos, die man hochzieht. Also ich muss nicht mehr irgendwie an die Scheibe bappen oder sonst was. Um das Fahrzeug jetzt zu verdunkeln, gell? Ganz genau, ja. Das heißt, wenn ich dann doch mal drin schlafe, das kann ja mal passieren. Bei so einem großen Auto habe ich ja kein Problem. Ja, wir schauen uns das Auto mal von hinten an. Ja. Wenn du es hinten mal aufmachst, es hat eine ganz große Anhängerkupplung. Wir haben eben mal kurz in die Werte reingeguckt. Genau. Das ist schon, ich sag mal, ein ordentliches Ding. Wir reden hier über ein Gesamtzuggewicht von über 5 Tonnen und eine Anhängelast je nach Motor von 2 Tonnen. 2 bis 2,1 Tonnen, genau. Also hiermit kann man schon ordentlich was ziehen und trotzdem noch innen drin auch noch zusätzlich was reinladen. Und der Motor, was ist da für eine Motorisierung? Motor ist beim Titanium X, gibt es nur die eine Motorvariante, also die größte Motorvariante ist eine 185 PS
Diese Variante, den wir jetzt hier sehen, ist tatsächlich noch unterstützt mit einer kleinen E-Batterie. Das heißt, es ist eine Mild-Hybrid-Variante. Der Verbrennungsmotor wird quasi unterstützt von einer zusätzlichen größeren Lichtmaschine, kann man es einfach ausdrücken. Ja, bringt jetzt im Schnittverbrauch nicht die Welt, muss man sagen, aber die CO2-Effizienz ist maßgeblich nach unten gegangen. Genau. Nach oben sogar. Die Effizienz ist effizienter. Die Effizienz ist nach oben gegangen, genau. CO2-Werte und äquivalent dazu auch der Kraftstoffverbrauch sinken. Das heißt, ich spare natürlich ordentlich was bei der jährlichen Kfz-Steuer. So ist es, ja. Mach mal hin auf. Dann gucken wir mal rein. Hier vielleicht auch die Rückfahrkamera. Ja. Klar, die darf nicht fehlen. Gerade bei so einem großen Fahrzeug sollte die sein. Ist auch serienmäßig in dieser Ausstattungsvariante. So, und was mir gut gefällt hier ist alles, das ist ja ein Nutzfahrzeug, muss man sagen. Der ist also nicht von unten nach oben, sondern von oben nach unten. Ich habe hier eine Nutzfahrzeugvariante. Die fahren praktisch auch für Kurierdienste, für Handwerker und so weiter. Das ist ein sehr, sehr robustes Auto. Genau, wir sehen im Grunde, wenn du einmal nach rechts schwenkst, da steht ja noch die, ich sage mir jetzt mal, die klassische Variante, die halt geschlossen ist. Hier haben wir eben die schöne, edle PKW-Variante. Der ist sehr leise, also das heißt Dämmmaßnahmen, wie ich die gemacht habe beim T6. Das musst du jetzt tatsächlich nicht machen. Ich glaube, der neue, der 6.2 ist jetzt ein bisschen besser, aber er war auch nicht so laut, aber es war also schon... Das Auto hier ist zwar wirklich, also hat eine gewisse Größe, aber fährt wirklich nahezu PKW-ähnlich. Es macht richtig viel Spaß, auch in Verbindung mit diesem größeren Motor ist das, also... Ist ja oft das Problem, dass man irgendwo so einen Kompromiss eingeht zwischen Familientauglichkeit und doch noch irgendwie ein bisschen schnittigen Fahrzeug. Hier hat man eigentlich beides kombiniert. Was mir schön gefällt, sind unglaublich viele Lampen. Ich kann also lesen dabei und ich habe eine ganz tolle entsprechende Ventilation. Das heißt, wenn ich mit vielen Leuten jetzt mal nach Spanien fahre und so, da kann sich jeder seinen Luftzug persönlich einstellen. Genau, also was auch für die Ausstattung hier spricht, ist eine Klimaanlage vorne und hinten. Also er hat nicht nur die Klimaanlage vorne, sondern auch Wasserkühlung, im Grunde eine wassergekühlte Klimaanlage im Bereich hinten. Das heißt, selbst bei hohen Temperaturen und wenn ich mit 8 Leuten unterwegs bin, habe ich richtig kühl im gesamten Fahrzeug. Jetzt ist das Auto voll bestuhlt, trotzdem habe ich einen Kofferraum, da kriegt man richtig was rein. Also ich schätze mal, hier kriegt man bestimmt 20, 30 Kästen Stubbi rein. Die würden reinpassen, wenn man die bis nach oben stapelt. Möglichkeit, wenn einem jetzt das hier, wenn einer die 8-Sitz-Variante möchte aber noch mehr Kofferraumvolumen, dann gibt es tatsächlich noch die L2-Variante, also länger. Die längere Variante, genau. Dann habe ich einen Kofferraum, also die Mehrlänge geht rein in den Kofferraum rein. Das sind etwa, ich glaube, 36 cm etwa. Die ich in der Länge gewinne am Kofferraum. Ja, da vorne ist so ein kleines Teil zum Ziehen dran. Ich nehme an, damit kann man den Sitz umlegen. Genau, richtig. Mach mal. Kann ich dir mal zeigen. Also hier ist erstmal so eine, das ist eine schöne Verblendung, wenn die drin sind. So, Sitz. So, kann man einfach mal umklappen, was also vielen schon hilft. Und jetzt, wenn ich das Fahrrad zum Beispiel transportieren will, kann ich ihn einfach rausholen, mache ihn hoch. Jetzt habe ich schon mal mehr Platz. Genau. Und das geht mit allen drei, könnte ich das machen? Genau, geht mit allen dreien. Ich kann sie ja mal umlegen. Das wäre jetzt für die Variante, wenn ich wirklich mal... Also etwas mehr transportieren will, aber die Sitze nicht rausholen. Ganz genau. Kann ich einfach. Das geht auch. Ach, die haben alle Gasdruckfedern unten. Ja, das geht wirklich spielend leicht. Also da braucht man keine Kraft für, dass das funktioniert. Das ist super simpel gelöst. Der ist schon. Wie lange ist der auf dem Markt jetzt, wie er hier steht? Den gibt es schon so seit 2013 etwa. Ja. Der Variante. Aber das ist jetzt nach vielen Facelift-Varianten die aktuellste Version. So, du kommst aus der Werkstatt, du selbst bist auch Ingenieur. Ist das ein gutes Auto? Sehr gutes Auto sogar. Also das ist, ich habe jetzt aktuell ein Kind. Sobald es Richtung 2, 3 Kinder geht, wird das auch mein Fahrzeug werden. Ich habe auch einen Hund und das ist alles, man kann alles reinladen. Ich kann damit super entspannt in den Urlaub fahren. Also das ist eigentlich Nonplusultra, was wir anbieten können für größere Familien. Jetzt überleg mal, jetzt haben wir die Sitze nicht ausgebaut und jetzt habe ich richtig Kofferraum. Also hier würde ich jetzt locker... ein Mountainbike schon mal reinkriegen. Also wenn ich das jetzt mal quer reinstelle, ich könnte auch das Vorderrad abschrauben, dann könnte ich noch alle Sitze noch drin lassen. Ganz genau, ja. Wobei die Sitze gehen auch relativ, also da braucht man schon ein bisschen Kraft jetzt für, aber die Sitze lassen sich auch recht leicht rausholen. Ich weiß von muss ja auch nicht die volle Bestuhlung immer drin lassen. Genau, ich weiß jetzt beispielsweise von Konkurrenzprodukten, dass die oft alle Sitze an einer Schiene haben. Da brauche ich schon 2, 3 Mann für überhaupt mal die Sitzbank rauszunehmen. Ich hatte vorhin Peugeot. Das war, also da habe ich das Gefühl gehabt, der Sitz hat bestimmt 60 Kilo gewogen. Ja, ja. Und ich habe mir jedes Mal den Rücken verhoben, weil nachher hat man einen Einzelsitz dann doch einzeln rausgenommen. Aber leicht sind die auch nicht, oder? Leicht sind sie nicht, aber es geht tatsächlich. Also man kann das gut machen. Und eben wir haben ja hier dadurch jetzt die Option, dass man eben mal schnell Raum erweitern kann, ohne dass ich eben den Sitz komplett ausbauen muss. So, wir gehen mal auf die rechte Seite. Dann zeigen wir mal hier, auch hier habe ich eine Tür zum Aufziehen.
die hat einen Schutz, nehme ich an, dass man die nicht so einfach öffnen kann. Das heißt, die bleibt zu. Ganz genau, die bleibt zu, ja, richtig. Das heißt, ich muss leicht ziehen und dann geht es erst auf? Genau, richtig. Also im Grunde einmal den Hebel betätigen und dann kann ich es recht leicht. Geht auch wirklich, also es ist nicht mehr, wie man das von früher kennt, dass die Schiebetüren irgendwie schwer wären oder sonst, obwohl die so groß ist, die lässt sich echt leicht aufschieben. Ja, wir stehen auch im Moment gerade am Hang, ist ein klein wenig nach unten geparkt, deswegen geht sie von selbst zu. Also hier habe ich dann mehrere Möglichkeiten. Thema Schlafen, Liegen drin, so eine leichte Schlafposition. Geht das? Kann ich den Sitz nach hinten machen? Das wird bei dem jetzt wahrscheinlich nicht gehen, weil die jetzt ganz am Anschlag sind. Der ist tatsächlich jetzt, also die lassen sich stufenlos. Aber wenn du mal so lieb bist, dass du mal zeigst bei einem, der hinten ist, machen wir mal einen zurück. Ja. Denn es gibt viele, die sagen, die Kinder, die sind auf der Fahrt unterwegs und gerade wenn ich jetzt einen Kindersitz drin habe, ob ich den Sitz, also die Sitzlehne ein bisschen nach hinten machen kann während der Fahrt. Das geht tatsächlich. Ja, das geht tatsächlich. Also der ist stufenlos einstellbar und das wäre die maximale, ja. Genau, wenn du dich mal kurz mal reinsetzt, mal zeigst. Du bist jetzt 1 Meter, wie groß bist du? 1,88. Du kannst ja dann die Lehne noch ein bisschen hoch machen. Stütze hoch, genau. Kein Problem, oder? Ja, sehr gut. Was auch cool ist, ich könnte jetzt auch den mittleren Sitz ausbauen, wenn ich richtig viel Platz haben möchte, dann können zwei Leute, hätten richtig viel Platz, genau. Oder? Also das ist quasi so ein bisschen der Klassiker für Urlaubsreisen. Ich jetzt irgendwie nicht gerade zu 8 unterwegs bin, dass ich mir den mittleren beiden Sitze ausbauen kann, für eben noch mehr, bisschen mehr Komfort während der Fahrt zu haben oder noch zusätzlich was einladen zu können. Taschen. Du könntest jetzt theoretisch auch, wenn du jetzt keine Schuhe anhättest, könntest du jetzt auch die Füße vorne drauf. Angenehm hier liegen, genau. So, wenn du das einmal kurz machst, dass alle mal neidisch werden. Ja gut, Vorteil ist hier tatsächlich, wir haben hier Ledersitze. Super praktisch bei allen Familien, kommt auch super gut an. Man meint ja oft, dass Thema Ledersitze so teuer wären oder sonst was, aber die sind hier serienmäßig mit drin. Die sind echt, echtes Leder. Ist ein Kunstleder in der Tat. Kunstleder. Genau. Hat aber hauptsächlich den Vorteil, dass es sehr, sehr pflegeleicht ist. Also wenn ich das hier hätte in einer Stoffvariante, dann saut der Kleine doch irgendwas auf den Sitz oder sonst der was. Der Joghurt, keine genau, Ahnung, kenn ich nur zu die gut. Kindermilch. Ganz genau, von daher, also das ist super, super gut. Mit dieser Ledersitzvariante. Okay. Klasse. Ja, wir steigen mal vorne ein. Das heißt, die kann ich drehen. Da kann ich mir im Prinzip meinen Raum zusammenbauen, wie ich möchte. Aber die Positionen vorne und hinten, die sind fest. Das ist keine Schiene, wie jetzt bei Volkswagen. Genau, nee, ist keine Schiene. Aber ich kann diesen Sitz einmal komplett quasi um 180 Grad rumdrehen. Genau, praktisch nach vorne machen. Genau, richtig. Gut, wem das dann gefällt oder nicht gefällt. Ja, jetzt sind wir hier innen. Der Raum, habe ich schon ein paar Mal gefilmt. Ist wirklich toll. Ich habe eine voll elektrische Sitzverstellung. Genau, Fahrersitz voll elektrisch verstellbar. Und alle, ich sag mal, Zusatzausstattung auch im Innen. Also eigentlich ist das Cockpit ist aufgebaut aus unseren PKWs. Also das gleiche Design mit allen Techniken und Systemen, die wir genauso im PKW auch haben. Ja, es ist. Wir haben Xenon-Scheinwerfer drin. Du siehst mit Lichtautomatik. Wir haben Fahrerassistenzsysteme drin. Welche? Spurhalteassistent. Aktiv? Aktiver? Aktiv gibt es, ja. Aktiver Spurhalteassistent. Es gibt Geschwindigkeitsregelautomatik, also Abstandsautomatik. Okay, das heißt, ich fahre zum Beispiel jetzt Anhängerbetrieb und fahre jetzt hinter einem LKW auf der Autobahn hinterher, der hält ja den Abstand. Genau, ganz genau. Also wird auch selber bremsen. Richtig. Ist die Erweiterung zum normalen Tempomat. Tempomat bedeutet ja, dass wir einfach eine gewisse Geschwindigkeit einstellen und die konstant gehalten wird. Und mit der Erweiterung im Abstandstempomat wird quasi der Abstand zum vorausfahrenden Fahrzeug immer konstant gehalten. Genau, wenn du mal so lieb bist, mir die Beifahrertür mal aufmachst, dann steige ich mal ein. Und du. Ich komme mal rum. Genau, du kommst mal rum. Da unten drin war. Was ist das für ein Fach, Christian? Das ist tatsächlich Bordwerkzeug drin. Bordwerkzeug, genau. Okay. Datenhätte oder sonst. So, dann steige ich mal ein. Der ist schon verkauft, der hier, muss man sagen. Tür zu. Das ist dann der Blick nach hinten. So, Christian, mach mal zu. Ihr seid direkt an der Hauptstraße, deswegen ist ab und zu mal ein bisschen laut. Genau, ist vielleicht besser, wenn man zusperrt. So, und der hat natürlich Infotainment pur, bedeutet DAB Plus ist eh Pflicht ab Jahresende, aber der hat's schon drin? Der hat's schon drin, ja. Also wir haben hier unser Sync 3 System, das wir schon häufiger mal in den PKWs vorgestellt haben. Radio besser mal ausdrehen. Thema DAB wirst du gleich sehen. Wenn ich hier auf die Quellenauswahl gehe,
Da haben wir die DAB-Funktion, haben Bluetooth-Streaming drin, Freisprecheinrichtung, Navigationssystem ist mit integriert. Was auch toll ist, das ist ein Fahrzeug, was es sehr, sehr oft gibt. Es gibt unglaubliche Zubehör. Es gibt zum Beispiel so Wannen, die kann ich mir kaufen, wenn ich einen Hund habe, dass also das Auto nicht versaut wird. Genau, richtig. Also kannst du, Dachgepäckträger kann noch oben drauf. Ja. Wannensystem hast du angesprochen, alles mit Gummifußmatten im Grunde, wenn man da wirklich irgendwie gewisse Sportaktivitäten hat, wo doch das Auto schmutziger werden kann, gibt es zubehörmäßig, sind keine Grenzen gesetzt. Ja, das ist jetzt ein Schalter. Es gibt viele Leute, die wollen nicht mehr schalten. Es gibt auch ein Automatikgetriebe, aber dann ein Wandlergetriebe, was riesen Vorteile hat, gerade wenn ich eine große Anhängelast habe. Es ist praktisch verschleißfrei, es gibt keine Kupplung mehr. Richtig, genau. Also im Vergleich zum Doppelkupplungsgetriebe ist doch das vor allem für den Anhängerbetrieb die sinnvolle Variante. Habe natürlich auch keine Wartungsintervalle mit einem Wandlerautomatik. Das heißt, Doppelkupplungsgetriebe muss ich doch alle in der Regel 60.000 Kilometer, das ist zumindest mal bei Ford. Zum Service, zum Getriebeöl habe ich hier alles nichts. Ist auch die robustere Variante. Auch ein Vorteil, wenn ich jetzt einen schweren Anhänger habe, ich kann ja 2000 ziehen auf dem Pferd oder was weiß ich auch immer, bin am Berg und muss langsam anfahren. Das ist Gift für die Kupplung, oder? Richtig, ganz genau. Deswegen, also ist schon gut, dass Ford sich für diese Automatikgetriebe-Variante entschieden hat. Was ziemlich cool ist, ich fahre ja selber einen Bus, sind die Armlehnen, die man kurz runter machst. Genau, ja. Das ist sehr praktisch. So, und jetzt sehe ich aber keine Rändelschraube. Wo sind die denn versteckt bei den Armlehnen? Ah, die sind stufenlos. Genau, die sind stufenlos. Das heißt, einmal nach unten und dann kannst du dich im Grunde für eine Position dann festlegen. Also so sind die. Genau, wenn du es gerade noch einmal machst, dass man sieht. Genau. Also ich mache die ganz hoch, da wird es entriegelt. Genau. Dann ganz einmal runter. Bis zum Anschlag und dann jetzt im Grunde ist so ein, man hört das Klicken, so ein Anschlag dran und dann bleibt er auf der Position, die ich eingestellt habe. Ich liebe Armlehnen. Das ist gerade auf langen Fahrten, weiß man gar nicht wohin mit den Armen. Ich hatte mal einen Citroën, der hatte keine und es ist schon sehr nervig. Also ich glaube, man konnte die bestellen, ich habe es irgendwie nicht bestellt. Da vorne haben wir ein Riesenfach. Was ist da drin? Ja, Ablagemöglichkeiten. Und Getränke. Was kann ich Dosen reinstellen? Oder sonst was. Wir haben überall USB-Anschlüsse. Die haben wir jetzt hinten ganz vergessen zu filmen. Wir haben hier vorne einen. Wir haben hier riesige Ablagemöglichkeiten, wo nochmal USB-Anschlüsse sind. Und ganz wichtig, im hinteren Bereich sind tatsächlich 4 USB-Anschlüsse auch. Gerade so Kinder, Tablets, Smartphone oder sonst was dabei. Siehst du vielleicht? Ich habe sie eben, hab sie gesehen, die sind überall. Genau, also es geht ja auch darum. Also man könnte die auch nachrüsten, wenn es irgendwie mal was gibt. Hier in der Mitte ist ebenfalls ein Staufach. Also das Auto bietet schon... Ja, hat sich schon, also die Entwicklungsabteilung hat sich schon wirklich dabei was gedacht. Was ziemlich cool ist, ist die hohe Einstiegsposition. Das heißt also Leute, die gerne bequem so einen Überblick haben möchten über die Straße, die haben mit dem Auto hier richtig viel Spaß. Ich gucke über alles so ein bisschen, wenn es nicht gerade ein LKW ist. Stimmt, ja. Also Einstiegsposition ist echt, also man fühlt sich sehr, sehr wohl mit dem Fahrzeug auf der Straße. Man muss auch keine Scheu davor haben. Also oft haben wir so dieses Thema, dass vielleicht die Leute sich ein bisschen unwohl fühlen, kriegen sie das mit dem großen Fahrzeug gemanagt. Das ist ja nicht groß. Also ja, man gewöhnt sich an alles relativ schnell. Rückfahrkamera, zeig mal. Genau, ja. Mach den Motor mal an. Also wir haben... Als Cockpit, das ist nämlich jetzt auch mal angegangen. Oh, wir haben echt Sonne heute. Wir haben viel Sonne, aber es ist jetzt gut zu sehen. Ich habe in der Mitte ein kleines Display, genau. Habe analoge Anzeigen, das ist bei so einem Auto vielleicht auch wirklich praktisch und habe ein riesen Display, was direkt verknüpft ist. Die wichtigsten Daten wie Temperatur, Uhrzeit sehe ich direkt. Ist das schnell, das System? Vom Booten her? Das heißt, ja, mach an. Schnell sogar. Also hat es ja, wir haben es jetzt vielleicht verpasst, also die Bedienung ist wirklich wie im Grunde beim heutigen Smartphone der heutigen Generation. Die Reaktionszeit wirklich sehr kurz. Also ich mache einen Rückwärtsgang rein, habe direkt die Rückfahrkamera. Genau, Rückwärtsgang rein, Thema Rückfahrkamera, hat sogar so eine Annäherung für den Anhänger, dass ich im Grunde hier so eine Zoom-Funktion habe, für richtig an den Anhänger andocken zu können und eine intelligente Vorausrechnung. Ich drehe jetzt mal das Lenkrad, dann siehst du diese weißen Spuren. Ja? Das heißt, man kann, dadurch wird vorberechnet, wo das Fahrzeug mit dem getätigten Lenkanschlag im Grunde sich hinbewegen wird. Habe ich auch, ist bei mir starr. Also ich muss selber mitdenken. Aber gut, man sollte eh in die Außenspiegel blicken. Und da habe ich eine gute Nachricht. Ich habe nicht nur einen normalen Außenspiegel, sondern auch einen super Weitwinkel, was bei dem Auto echt wichtig ist. Genau, also Weitwinkelspiegel siehst du ja unten drin, auch super praktisch. Ja, ist sehr leise, also Motor läuft gerade. Genau, ist abartig leise. Ist wirklich, wenn du mal kurz ein bisschen Gas gibst. Nein, ich sage, liebe Volkswagen-Fans, ich liebe meinen T6. Aber das Auto, ey, gibt's gerade. Hier, warte mal kurz. Er ist jetzt. Ist er kalt, gib ihm 6,5. Aber nee, ist ja ein Diesel. Aber er ist nicht zu hören. Ich meine, ihr hört das ja gerade. Er ist echt leise. Ja, wirklich leise. Also das Fahrzeug macht richtig Spaß.
obwohl es, also man geht hier tatsächlich keinen Kompromiss ein. Hier ist ein größeres Fahrzeug, wo für die ganze Familie praktisch sein wird. Und ich muss keine Abstriche machen in Sachen Komfort oder Fahrleistung oder sonstiges. Ich habe ein Multifunktionslenkrad mit drin, ich habe alle wichtigen Sachen mit drin, die Spurhalteassistenten. Ja. Ja, der Preis ist wichtig. Du hast mir erzählt, das ist ja kein Reimport. Wir liegen hier bei knapp über 37 bei dem Auto, wie es jetzt hier steht. Der Verkaufspreis ist hier für das Modell aktuell 37.600. Man muss dazu sagen, der kostet Hauspreis. Genau, Hauspreis, der kostet Listenpreis stolze 58.000, 59.000. Nochmal, das ist jetzt ein neues Auto, keine Tageszulassung, richtig? Richtig. Und du verkaufst den statt für 58.000 für 37,9 oder was? 37,6. 37,6? Ja. Willst du kein Geld verdienen, oder? Wir setzen die in höheren Maßen um und können im Grunde den Vorteil auch an den Kunden weitergeben. Aber du bist ein kleiner Händler hier aus Niederlosheim im Saarland. Verkaufst die bundesweit mittlerweile, die Autos? Tatsächlich bundesweit, ja. Wie geht denn das? Wie kannst du denn so Rabatte machen? Geht. Gut. Genau. Ihr seid Ford-Vertragshändler. Ihr seid also kein Grauimporteur. Ihr macht aber Ford schon ewig, oder? Wir sind ja seit über 60 Jahren. Ja. Genau. Jetzt darfst du mal. Wir sind mit einer der ältesten Händler im Saarland. Bundesweit kann ich es jetzt tatsächlich gar nicht sagen. Okay. Ja, also ist jetzt die dritte Generation. Wir hatten ja eben ein bisschen drüber gesprochen, viele Generationen ist geboren. Also, genau, die vierte ist geboren. So, wir steigen mal aus, denn wir machen noch ein bisschen Werbung, wo es das gibt. Denn das Preis-Leistungs-Verhältnis ist wirklich klasse. Und wir werden euch dann auch mal berichten, wo ihr das Auto kaufen könnt. Du kriegst noch einige. Thema Farbe, wenn ich den jetzt genau so haben will, wie ich ihn gerne hätte. Wie ist denn die Lieferzeit? Ist ja zurzeit die Krise Corona. Genau, also wir haben immer Fahrzeuge im Vorlauf. Das heißt, wir können immer mal gucken, wenn jemand was kurzfristig will, kann ich da ein Fahrzeug abgreifen. Lieferzeit für wirklich eine reine Bestellung, also was wir nicht irgendwie aus dem Vorlauf abgreifen können, ist tatsächlich bis zu 4 Monate. Also drei bis vier Monate muss man rechnen. Ja. Super. Der Ford Tourneo Custom, so in der Ausstellungsvariante? Titanium X, genau. Ja, wir stehen bei Hislar in Niederlosheim, tatsächlich mitten im Saarland. Ihr seid an der Grenze zu Rheinland-Pfalz hier. Es ist nicht weit weg von Trier, oder? Nö, nach Trier. Also wir sind eigentlich in der Mitte zu Trier und Saarbrücken. Wir sitzen eigentlich genau auch grenznah nach Luxemburg und nach Frankreich. Also wir haben auch Fahrzeuge schon über Deutschland hinaus verkauft, vor allem solche Modelle. Ja. Super, ja, wenn man einfach jetzt Interesse hat, wir haben die Kontaktdaten mit dabei gemacht und die Rufnummer werden wir auch nochmal einblenden. Lieber Christian, vielen, vielen Dank erstmal. Du selbst bist Ingenieur. Ich habe dich eben jetzt, klar, du bist Ford-Händler. Ich eben gefragt, ist das ein gutes Auto, aber du bist selbst in der Werkstatt, du schraubst selber, gell? Ganz genau. Also es kann durch, ich verkaufe Ihnen das Fahrzeug, aber genauso repariere ich es auch am nächsten Tag nochmal. Also okay. Ich kann tatsächlich beide Dinge abarbeiten. So, das heißt, die Leichtmetallfelgen sind dabei. Was auch ziemlich interessant ist, sind die Kosten, die Folgekosten. Da das ja im Prinzip der Bruder ist von dem Kastenwagen, ja, habe ich zum Beispiel bei Reifen, wenn ich die kaufe, ich war selbst erstaunt, wie günstig Reifen sind zum Beispiel. Also das ist tatsächlich eine gängige Größe. Die Reifen sind tatsächlich nicht übermäßig, die sind genauso teuer wie von einem Pkw in der Dimension. Thema Wartungskosten, die du angesprochen hast, auch gering. Also wir haben Wartungsintervalle bei dem Auto von 2 Jahren oder 40.000 Kilometer. Das heißt, ich sehe das Fahrzeug alle 2 Jahre für eine kleine Wartung und das war es im Grunde. Super. Auto aus Hislar, los an am See. Wenn Sie Interesse haben, rufen Sie den Christian Hislar an. Er verkauft Ihnen das Auto für über 20.000 Euro günstiger. Ganz genau. Krass. Der Tourneo Custom 2020. Vielen Dank, Christian. Danke, Sven.